recht. Tja, willkommen in meiner Welt. Sie kann sich gar nicht satt sehen. Kein Wunder bei dem unappetitlichen Panorama. Schrottritter. So ein lahmer Haufen. Wird Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Uhu, ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuwak geht? Kuh, was für ein Ding? Kuwak, ein Dorf südlich von Busa Westwok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa Westwok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor McChronicle in Richtung Kuwak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch McChronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Ich habe mit Parks. Ich glaube, ich habe McChronicle gerade gefunden. Schlechte Erfahrung. Okay, das da hinten ist offensichtlich McChronicle. Das ist sehr, sehr lang. Gurkst. So, aber lasst uns erst mal. Schaut mal, Kinder. Es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Okay, der muss natürlich komplett rundherum gehen. Ist klar. Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Was? Wieder? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4-3-viertelten Gebot. 4-3-viertelten? 4-3-viertelten. Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Lokalisierungskosten, ja? Echt jetzt? Ja, Louis, erinnere mich nicht dran. Wie wär's mit, du sollst dich langweilen deinen Nächsten? Das finde ich gut, du sollst nicht leicht beeinflussbar in dein Weltbild aufquatschen. Ja, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Freunde verborgen, das finde ich sehr gut. Niemals sollst du Dinge in Stein meißen? Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Ich sollte die Kreise deines kreativen Prozesses vielleicht nicht weiter stören. Wir fragen erstmal das. Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Ja? Das war's. Oh, verstehe. Sehr gut. Super. Ach komm, wir probieren mit, alles. Du sollst nicht langweilen deinen Nächsten. Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Sehr gut. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh.
Das gefällt mir. Echt jetzt? Es ist prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Echt jetzt? Nein. Wirklich? Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki für Obdach Moses. Wuhu! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im zweiten Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Ja, schön. Anni, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Können wir noch mit ihm reden? Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Nein. Diesmal brauche ich eine echte Vision. Ich will die Gebotstafel ein für alle Mal abschließen. Und als dein Produzent sage ich dir, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Danke, wunderschönen guten Tag. Okay, das hätten wir. Lassen Sie mal hier zurückgehen. Tja, jetzt hat er ein Problem. Ob er sich mit seiner Community noch versöhnen kann? Alles kaputt. Soweit das Auge reicht. Tja, willkommen in meiner Welt. Na dann. Auf in den Park. Ach, guck einer an. Den kennen wir doch. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer minus eins. Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenn dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Hm. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel. Okay, wir haben nichts mehr. Sehr gut. Das ist vermutlich beim Sturz alles verloren gegangen. Das ist super. Da muss ich nicht so viel austesten. Daku, kennst du etwa Deponia nicht? Die Deponia-Reihe, das ist der aktuell letzte Teil, also der aktuellste Teil. Deponia Doomsday. Das ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Also eine Mischung aus einem Spiel und einem durchgeknallten Comic. Was Lukas macht, eine Basteltherapie, hilft's denn? So, was haben wir denn alles für kleines Loch, großes Loch? Klappe? Selbstauslöser, Kamera, Hand. Ich freue mich. Kokomoko, einen wunderschönen guten Tag. Kennst du echt nicht? Na, aber jetzt kennst du es. Also, du wirst es kennenlernen. Nein, Air Max bin ich nicht. Gute Umschreibung für viele Point-and-Click auf alle Fälle. Objekte zu fotografieren unterfordert mich. Ich bin Porträtfotograf. Ach, was sag ich? Porträtfotobaron. Sehr schön. Selbstauslöser? Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Okay. Ah, das sieht aus, als würde da eine Batterie oder irgendwie sowas in der Richtung zumindest fehlen. Können wir die Hand eigentlich da wieder reinstecken? Können wir. Okay. Können wir... Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Das war nur ein Test.
Ah nee, das freut mich. So, wartet mal jetzt. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Eine Bullenkugel-Poliermaschine. Wenn wir die Kugel polieren, geht die dann vielleicht als Wahrsagerkugel durch? Vielleicht? Okay. Haferkeks? Kekse! Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Eine, in der man sich spiegeln kann. Na, wenn wir die vielleicht noch ein paar Mal polieren? Na, lass uns erstmal weiter gucken. Mal gucken, was es noch gibt. Boah, da kommen so The Park-Erinnerungen hoch. Das geht gar nicht, geht das. Ein Wurstbot. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und meine Abenteuer. Hallo? Saftladen. Funktioniert der Wurstbot vielleicht hier, mit einer Bowlingkugel? Es scheint ihm Wurst zu sein. Oh, war das schlecht. Wirklich? Der musste doch nun wirklich nicht sein. Dieser Lukas hat vielleicht Nerven, hier einfach so aufzukreuzen. Na komm schon. Das war nicht so pralle, oder? Ein Drosselglied. Wie praktisch. Aber wir können ja erstmal. Doppelmist. Ja, das war quasi gar nichts. Der hängt doch fest, da passiert nichts. Ja, nix. Ich meine, hier oben ist zu. Wo soll der hingreifen? Sind wir doch mal ehrlich. Da. Das ist doch. Ich bekomme mal ein Postbrot. Also wirklich. Müsste das sein? Das, was ist das denn? Puh. Meins. Geht hier gar nichts mehr. Wieso, sag ich doch. Erledigt. Ha! Schiebung! Erscheint. Irgendwas, nee, ne? Übersehen habe ich erstmal nichts. Wo ist die Angel? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht mit der Hand? Oh, Niete. Oh, schade, wir haben keine gekriegt. Ich habe gehofft, wir... Oh. Oh, wo geht's denn da hin? Bei meinem Orientierungssinn stellt es ja wohl kaum eine Herausforderung dar. Selbst wenn ich den Eingang finden würde. Sehr gut. Oh. Hilfe! Mein Chronicle, geht's dir gut? Da ist er wieder. Da ist er. Dann mach er weg. Ach, schön. Schau mir. Dafür benötigt man Kleingeld. Nein. Kräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Willst du mit einer Bowlingkugel? Ich glaube, da... Und immun. Ja. Hey, da ist ein Ring drin. Das merken wir uns. Das hast du toll gemacht, Louis. Sehr gut. Hilfe! Ich liebe Goalus. Goaladen. Ich glaube nicht, dass es Goal stört, wenn ich schon mal ein paar Buchstaben abknabbere. Hilfe!